Moin, hallo und willkommen zurück zu Yuletide Legends, rettet den Weihnachtsmann im Deutschen oder Who Framed Santa Claus im Englischen. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, da fährt noch die Bahn. Wir sind noch nicht ganz fertig, wir haben noch das Bonuskapitel. Ich würde sagen, wir starten das Abenteuer direkt auf Normal und los geht's. Tinsel, my most trusted little elf, thank you for coming so quickly. Santa has caught a horrible flu. I'm worried he won't recover in time for Christmas. I have this super health tonic, but he won't drink it without his favorite tea. Please, would you prepare the tea while I fetch the tonic? Great. Tinsel, oh, my blanket, please. Bereite den Lieblingstier des Weihnachtsmanns zu. Wir spielen also jetzt den Elf. Okay, interessant. Was ich interessant finde, ist, dass das Haus hier so ähnlich aufgebaut ist wie unser Büro. Nur, dass wir hier kein Fenster haben hier. Sondern hier ist ein Fenster. Und da ist auch die Eingangstür. Und hier kann man halt hochgehen. Aber na gut, wir gucken mal. Was brauchen wir denn jetzt hier? Wir müssen den Tee zubereiten. Das heißt, wir müssen erstmal ein Rezept finden, ne? Es ist keine gute Idee, den Tee ohne Rezepten ohne die Tasse des Weihnachtsmanns zu machen. Okay. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo die Sachen sind. Dem Weihnachtsmann geht es nicht gut. Wir müssen ihm helfen. Okay. Da ist die Tasse. Diese Kiste, da fehlt der Schneemann. Achso, den Schneemann haben wir. Der ist hier. So, dann kriegen wir das jetzt auf. Und wir brauchen... Suche eine Truhe nach dem Rezeptbuch. Da. Das ist das Buch, aber es hängt an einem Riemen fest. Okay, haben wir irgendwo eine Schere? Natürlich nicht. Was ist das hier? Glaskugel? Das legen wir dahin. Das können wir darüber legen, aber was bringt uns das? Ach, da ist ein Schlüssel. Okay, jetzt können wir das aufschließen. Da ist die Schere und dann können wir das hier aufschneiden. Okay, Rezeptbuch haben wir auch. Dann können wir hier direkt hingehen. Das Rezeptbuch und die Tasse des Weihnachtsmanns. So, bevor wir die Anweisung im Rezeptbuch, um den richtigen Tee zu kochen. Was brauchen wir denn hier? Wir müssen erstmal dieses Fläschchen aufmachen und in den Teekocher reinmachen. Dann müssen wir Feuer anmachen. Und dann müssen wir den Löffel haben, beziehungsweise dann aus der... Das kann ich. Aus der Teedose drei Löffel rausholen. Okay, oh, Ingwer-Tee. Ja, der ist eigentlich ziemlich gut. Okay, wir brauchen erstmal Wasser. Das haben wir. Dann machen wir Feuer an. So. Dann müssen wir jetzt hier den Tee aufmachen und wir brauchen drei Löffel. Eins, zwei, drei. Dann müssen wir gucken. So, das haben wir da reingemacht. Jetzt müssen wir den Ingwer schneiden. Da kommt auch noch mit rein. Okay, Ingwer schneiden. So, das kommt auch mit rein und dann können wir den Tee brauen. Es geht noch weiter, okay. Was müssen wir jetzt machen? Zimt? Zimt kommt dann noch rein und dann können wir das machen. Zimt-Ingwer-Tee, okay, das ist glaube ich auch eine gute Mischung. So, dann kommt das jetzt, können wir den mitnehmen? Warte mal, was haben wir denn hier noch? Das da rein, dann müssen wir die Tasse haben hier. Mit Wasser. Lass mich raten, da kommt dann Dingens rein. Genau. Okay, das kommt da rein und dann müssen wir zwei Löffel Honig reinmachen und Bienenmedizin? Ich habe keine Ahnung. Kommt das jetzt rein direkt oder? Ne, müssen wir erst noch Honig nehmen, okay. Honig. Kann ich den Honig da nicht rausnehmen? Was? Warum nimmt er den Honig da nicht raus? Achso, ich muss das da reinkippen. Warte mal. Okay, da rein. Da rein. Okay, dann brauchen wir den hier noch. Drei Tropfen. Okay, oh, es geht immer noch weiter. Zitrone. Was ist denn das für ein abgefahrener Tee, Mann? Okay.
Zitrone müssen wir schneiden. Wie brauchen wir da? Das musst du noch mit rein und dann muss das da raus und das da rein und sind wir fertig. Okay, das da noch rein. Das kommt hier. Jetzt mal zu aus dem Mörser zuschütten. Okay, das tauschen wir direkt aus und das kommt dann da rein und sind wir fertig. Das ist der Erkältungstrunk. Kriegst du den? Nein. Den kriegt der Weihnachtsmann direkt. Weihnachtsmann geht es nicht gut, wir müssen ihm helfen. Können wir ihm das jetzt in die Hand drücken? Dann können wir nicht. Nehmen wir das. Okay, machen wir so. Hier, Frau Weihnachtsmann, bitteschön. Bad news. I'm all out of super health tonic. Please, would you go to the Yeti's apothecary down in the Elf Village and bring me another bottle? Here, Mr. Yeti can't resist my cookies. Oh, jetzt wird hier bestochen. Bring Frau Weihnachtsmann den Supergesundheitstrank. Still, you can't go into the snow without the proper equipment. Here, take the skis from the equipment locker. Okay, jetzt müssen wir echt zur Apotheke fahren. Okay, wir haben ja sonstiges zu tun. Ich hoffe nur, die hat noch offen. So. Okay, jetzt müssen wir erstmal Sachen finden. Wo haben wir denn die Skier? Hier. Wir brauchen 4 Teile. Okay, da ist noch ein Teil. 4 Teile. Da ist noch ein Stab. Wo ist denn der? Da ist der. Okay, Ski haben wir. Dann brauchen wir Schneeflocken, Rentiere. Brauchen wir hier Rentier? Das ist ein Teddybär. Teddybär brauchen wir nicht, ne? 4 Rentiere. Da ist noch ein Rentier. Schnee. Ne, das ist der Stern. Schmetterling ist da. Was ist das hier? Holzxylophon? Da. Okay, das haben wir auch gefunden. Ein Spitzer ist hier. Ein weiterer Stern ist dort. Das Fernglas. Dann brauchen wir noch eine Schneeflocke. Immer. Wo ist die Schneeflocke denn? Die Schneeflocke brauchen wir. Bären brauchen wir noch. Bär habe ich hier gesehen. Und da. Ein Vogel brauchen wir noch. Eine Nuss, die ist hier. Ein Vogel und eine Blume. Vogel ist hier. Blume, ist das die Schneeflocke? Blume ist hier. Rentiere brauchen wir noch 2 Stück. Da ist noch ein Rentier. Und das letzte Rentier ist, wo ist denn das? Wo ist der Rentier? Wo bist du? Das ist kein Rentier, ne? Ich glaube nicht. Ja. Ich sehe gerade kein Rentier mehr. Wo ist denn das Rentier geblieben? Das gibt's doch nicht. Hier muss nochmal gewimmelt werden, glaube ich, weil hier fehlt eine Uhrzeiger, oder? Ich bin mir nicht sicher. Da ist doch ein Rentier. In Bund. Okay. Löse Wimmelrätsel ohne einen Fehler. Jetzt gehen wir los. Draußen steht es immer noch. Oha. Das heißt, wir müssen. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Aber nichts mehr, brauchen wir noch mehr? Wir müssen eigentlich da raus, ne? Draußen steht es immer. Können wir denn hier? Die Skier, vielleicht mit der Tür. Jetzt muss ich die Skier hier anziehen und erstmal durchs Wohnzimmer warten und dann können wir losfahren. Oh Gott. Ich gehe mal darüber. Bin mir nämlich nicht sicher. Ich hoffe mal, das stimmt. Jetzt da wieder rüber. Okay, so können wir das machen. Das Krasse ist, ich sehe halt nichts, ne? Ich gehe mal davon aus, dass es immer links, rechts ist. Jetzt haben wir ein Problem. Da sind Eisschollen oder was schwimmt hier durch die Gegend? Bin mir nicht sicher. Okay, wir haben es geschafft. Es sieht ziemlich dunkel aus, die wir verlassen. Was haben wir hier? Vögel? Tja, wenn sie kein passendes Werkzeug haben, lösen kluge Elfen das Problem mit Münzen. Okay. Was ist denn hier? Oh, die haben kein Nest hier, oder was ist das hier? Das Vogelhaus sieht leer aus. Ja, da müssen wir ein bisschen nachhelfen, glaube ich. Ich weiß noch nicht genau, wie. Haben die eigentlich noch irgendwelche Dinge, die wir hier finden können? Da ist die... Gehen in die Apotheke. Da haben wir noch was gefunden, aber uns fehlt noch was. Wie die richtige Melodie brauche ich alle Glocken. Oha. Wir haben nicht alle Dinge gefunden, ne? Ich hatte gehofft, dass wir noch Wimmelbild-Dinger finden. Anklicken kann. Hier ist aber nichts mehr. Ne? Ich glaube, wir haben im Hauptspiel die Sachen leider nicht ganz gefunden. Da fehlten, glaube ich, noch 2 oder 4. Ich bin mir nicht sicher. Tja, haben wir hier noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus, ne? Durch das Tor geht es zum Eislaufring und zum Weihnachtsmarkt. Ne, der wird um die Uhrzeit wahrscheinlich zu haben.
Hier können wir noch irgendwas gucken. Hier muss irgendwie noch was zu, ne? Glaube ich, oder? Hier von aus. Wir haben jetzt zwei. Okay, jetzt müssen wir. Seid nicht zusammen. Ist besser, wenn ich die Schnur mit der Schnur verbinde. Okay. Kann ich da runternehmen? Also, da können wir da nicht runternehmen. Weil da noch was fehlt, ne? Muss ich noch was mitnehmen? Ne, sieht nicht so aus. Mit Münzen. Achso, wir müssen das hier festschrauben, damit das wieder funktioniert. Okay. Wo haben wir den gewonnen denn? Cool, der ändert sogar die Farbe der Weihnachtsbaum. Das habe ich auch nicht gesehen. War hier noch irgendwas? Das können wir mitnehmen. Okay. Jetzt können wir das zusammenbinden. Doppelte Zuckerstange. Okay, der doppelte Zuckerspaß. Jetzt können wir das hier holen, hoffentlich. Können wir nicht. Müssen wir zufällig hier irgendwas machen? Ja. Wo muss ich denn was holen? Ich muss irgendwas holen, was weit weg ist, würde ich sagen. Hier ist aber nichts, ne? Ich hätte gesagt, hier. Oder darf ich nicht anklicken, ne? Ne, das zählt nicht. Wenn ich da drüber hoffe, passiert nichts. Da kann ich drüber hoffern. Da passiert aber nichts. Okay, Münzen brauchen wir. Wir können hier gucken, aber hier ist auch nichts. Ist hier noch irgendwas? Die Glocke ist zu weit entfernt. Ach, da oben. Ich bin ja blind. Okay, wir haben zwei Glocken. Jetzt müssen wir die Glocken bestimmt wieder herrichten. So. Was? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay. Das. Tür auf. Welcome to my shop. What's so urgent? Kekse? Santa has the flu and needs your super health tonic. Mrs. Claus sent you these. Oh ho ho! The last bottle of the super health tonic is up on the shelf, but I'm hurt. You'll have to reach it yourself. Okay, jetzt muss ich da hochklettern. Wo muss ich denn da hoch? Gibt's da noch was zu klicken? Ich habe das Gefühl, ich kann hier noch irgendwas anklicken, aber ich sehe hier nichts, ne? Das sieht auch so klickbar aus, aber da ist nichts. Schade, ich glaube, das war im Hauptspiel. Wir haben leider im Hauptspiel zwei Dinge, glaube ich, nicht gefunden. Aber na gut. Da können wir nochmal reinschauen. Im Bonusmaterial. Huch, da guckt man das mal nicht an. Im Regal ganz oben. Die Leiter. Kann ich hier, muss ich hier irgendwie. Ich glaube nicht, ne? Die Leiter mitgenommen. Schrank ist zu. Ich werde da. In der Leiter geht das. Okay, hier. Oh oh. Das sieht ja übel aus jetzt. Die kleinen Fußspuren führen zum Bärenjungen. The tonic was stolen. Oh no, I've been robbed. Who would do such a thing? Whoever it was, you need to catch them. I can't make a new tonic in time for Santa to heal for Christmas. Hurry! I'll follow the thief and retrieve the tonic like a real detective. Oha, jetzt sind wir hier. Okay, da ist der Bär. Kannst du die Spur aufnehmen? Die Skalpfspuren führen direkt zu dem ängstlichen Bärenjungen. Eine Schale Milch für den beruhigen. Jetzt muss ich eine Schale Milch besorgen. Was haben wir hier? Wie schön wäre warme Milch. Jetzt müssen wir so warme Milch finden. Was haben wir hier? Rätselbuch. Für das kleine Feuerchen im Haus wärmt im Winter die Herzen und natürlich auch die Milch. Mich hier? Natürlich. Oh, ein Verdächtiger oder ein Zeuge. Ich kann ihn nicht verhören, weil der Deckel nicht drauf bleibt. Okay. So, hier ein Bleistift. Den nehmen wir noch mit. Ein Apfel. Oh, den können wir auch essen. Können wir noch mehr essen? Nee, können wir nicht. Da ist ein Code. Ich kenne den Code nicht.
Ein Wecker? Was wollen wir jetzt machen? Aber so ein bisschen ihn aufwecken wahrscheinlich, ne? Das Teil stammt scheinbar von einem Weihnachtsmann-Statue. Es fehlen aber einige Teile. Ach, das hier. Wir müssen hier Donutringe finden, okay. Was muss ich denn jetzt alles finden hier? Wow. Da werde ich hier gerade ein bisschen erschlagen hier. Was ist das? Das kann man hier einsetzen. Okay. Das ist der Code. Da steht der Code, aber ich kann ihn nicht lesen hier. Was? Es schreibt sich gut mit einem angespitzten Bleistift, nicht mit einem stumpfen. Oh, wir müssen noch mal ein bisschen anspitzen. Haben wir denn noch irgendwas anderes hier? Nee, ein Anspitzer müsste drüben wahrscheinlich sein, ne? Der Bär hat hier nichts mehr? Nee. Ja, ja, ganz ruhig. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ein bisschen hier können wir nicht. Nee. Können wir den Stiefel. Also der Stiefelabdruck können wir hier vergleichen. Defekter Wecker. Wir müssen doch erst alles reparieren. Da können wir nichts einsammeln, ne? Ne, das geht nicht. Da können wir die Statue dann basteln. Hm, den Code haben wir noch nicht. Da kommen wir echt nirgends dran, ne? Wo ist denn der Anspitzer? Das wäre wieder zu einfach, wenn der hier liegen würde. Anspitzer ist hier nicht. Das ist das, was wir brauchen. Was hat denn unsere schlaue Karte? Unsere schlaue Karte sagt, wir müssen hier in den Vorderraum gehen. Okay. Da können wir nichts machen. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Hier? Aber hier ist kein Anspitzer. Ist der Anspitzer, von dem ich nichts weiß? Nee, eigentlich nicht. Können wir irgendwas machen? Da können wir noch was gucken. Der Trank ist weg. Moment, das sind die Fußspuren des kleinen Diebes. Aha. Okay, wir haben Feuerringe. Aber das hilft uns noch nicht weiter. Goblin Boots passen da nicht zu, ne? Nee. Der muss aber echt winzig sein. Was habe ich denn jetzt hier? Feuerringe und einen kleinen Enterhaken. Kann ich den Enterhaken benutzen, um diese Tür oben zu halten? Okay. Der Goblin schläft, es wird Zeit, ihn aufzuwecken. Okay, können wir nicht. Da ist ein Riesenanspitzer drin, wow. Aber die Fußspuren gehen dran vorbei. Also ich glaube mal, dass der sich einpennt. Ich glaube nicht, dass der das ist. Das wäre nämlich zu einfach. So, jetzt können wir hier ein bisschen den Code checken. 6192. So, hier den Code. Okay, Code gefunden und noch Schlüssel für den Wecker. Ich kenne den Code nicht hier. Der Code ist doch hier. Wir haben ihn doch. 61. Das war zu weit. 6192. Okay, eine Münze haben wir gekriegt. Jetzt können wir auf jeden Fall die Glocke draußen holen. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.